bunte Blumen und ein weißes Puppengesicht. Die 21-jährige Letwe wird im traditionellen Gewand zu ihrer Hochzeit geführt. Die Feier findet in Ribnovo statt, einem Bergdorf im Südosten Bulgariens. Dort an der Grenze zu Griechenland leben die Pomaken, eine kaum bekannte muslimische Minderheit. Das Wort Pomak heißt übersetzt leidendes Volk. Die gerade einmal 200.000 Pomaken haben es selten leicht gehabt. Die Kommunisten wollten ihre Kultur ausrotten. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs müssen immer mehr Männer im Ausland arbeiten, um ihre Familien durchzubringen. Über den Winter kehren viele Saisonarbeiter heim. Die Pomaken feiern Hochzeiten stets in der kalten Jahreszeit. 2 Tage dauert das Fest. Dazu gehört eine Prozession, bei der die von ihren Tanten geschminkte Letwe durch das Dorf geführt wird. Sie muss dabei die Augen geschlossen halten, darf nur auf einen kleinen Handspiegel linsen. Nach der Trauung durch den Imam wird Ehemann Refat das Gesicht seiner Frau mit Milch abwaschen. Das Paar wird nicht wegziehen müssen. Beide haben Arbeit in Ribnovo, der Heimat der Pomaken.